Die Bilanz einer Fußballmannschaft nach 20 Spielen lautet: Es wurden 12 Siege eingefahren, 5-mal wurde unentschieden gespielt und der Rest der Spiele wurde mit einer Niederlage beendet. Wir wollen nun berechnen, wie viel Prozent der Spiele gewonnen wurden, wie viele unentschieden gespielt wurden und wie viele verloren wurden. Beginnen wir zuerst mit den gewonnenen Spielen. Dazu überlegen wir, was den 100% entspricht. Den 100% entsprechen die 20 Spiele. Denn das sind alle Spiele, also die Grundgesamtheit, der Grundwert. 20 Spiele entsprechen also den 100%. Wir wollen nun wissen, wie viel Prozent die 12 Siege entsprechen. Das heißt, 12 Spiele und der Prozentsatz ist unbekannt. Um nun ausrechnen zu können, wie viel Prozent die 12 Spiele sind, müssen wir überlegen, wie wir durch Multiplizieren von 20 auf 12 kommen. Wir könnten uns dazu zuerst ausrechnen, wie viel Prozent ein Spiel ist. Wir könnten auch ausrechnen, wie viel Prozent zwei Spiele sind. Denn wir kommen von 20 leicht auf 1 oder 2. Wir können aber nicht so leicht berechnen im Kopf, wie viel Prozent drei Spiele sind. Denn 20 durch welche Zahl ist 3? Das ist schon relativ schwer im Kopf zu berechnen. Wir können aber auch zum Beispiel berechnen, wie viel Prozent 4 Spiele sind. Wir kommen nämlich von 20 auf 4, indem wir durch 5 dividieren. Wenn wir auf der linken Seite durch 5 dividieren, müssen wir auch auf der rechten Seite durch 5 dividieren. 4 Spiele entsprechen also 20%, denn 100 durch 5 ist 20. Nun können wir weiterrechnen auf die 12 Spiele. 12 Spiele sind 3-mal so viele wie 4 Spiele. Mal 3. Damit auch 3-mal so viel Prozent. 12 Spiele entsprechen also 60%. Wir können nun sagen, 60% aller Spiele wurden gewonnen. Setzen wir nun mit den Unentschieden fort. Wir gehen wieder vom Grundwert von den 20 Spielen aus. Das sind 100%. Unentschieden wurden 5 Spiele gespielt. Wie viel Prozent sind das nun? Von 20 auf 5 brauchen wir keinen Zwischenschritt. Wir können durch Division direkt von 20 auf 5 kommen. 5 Spiele können wir also berechnen, indem wir 20 dividieren durch 4. Dadurch müssen wir auch den Prozentsatz dividieren durch 4. 100 durch 4 ist 25, also wurden 25% der Spiele mit einem Unentschieden beendet. Die Niederlagen müssen wir zuerst ausrechnen. Es gab 20 Spiele, 12 Siege, 5 Unentschieden und der Rest waren Niederlagen. Wir können die Niederlagen also berechnen. 20 minus 12 minus 5 gleich 3. Es gab 3 Niederlagen. Wir können nun wieder mit der Prozentrechnung wie oben berechnen.
von 20 Spielen Sie machen die 100% aus, gab es in 3 Spielen eine Niederlage. Von 20 kommen wir nicht direkt auf 3, aber wir können berechnen, wie viel Prozent ein Spiel ist. Ein Spiel berechnen wir, indem wir 20 dividiert durch 20 rechnen und deswegen auch 100 dividiert durch 20. 100 dividiert durch 20 ergibt 5. Ein Spiel macht also 5% aus. 3 Spiele machen 3-mal so viel aus. Und damit sind es 15%. Die Mannschaft hat also 60% der Spiele gewonnen, 25% der Spiele unentschieden gespielt und nur 15% der Spiele verloren.